wie kann man EPS oder landläufig Styropor recyceln. Und hier geht es eben auch um das HBCD-haltige Dämmmaterial. Das wurde ja im Vortrag eben schon mal angekündigt, dass dort in Ternhäusern eine Anlage steht, die genau dieses Material dann eben auch wieder aufbereiten kann. Ja, das Unternehmen ist noch relativ jung. Ich habe das Unternehmen 2016 mit meinem Sohn zusammen gegründet. Ziel war es, Verbundplatten, klassischerweise diese Sandwich-Paneelen, die Sie aus dem Baustoff oder aus den Hallenbauten kennen, zu trennen, dort das Metall wieder zurückzugewinnen und dann eben auch den Dämmstoff weiter zu verarbeiten. Als es dann diese Problematik gab, auch speziell mit den HBCD-belasteten Dämmplatten und Dämmstoffen 2016, als es das Verbot gab, die Einstufung als gefährlichen Abfall, haben wir gesagt, da müssen wir eine Lösung finden. Technisch gibt es Recyclingverfahren. Die ganz große Problematik ist, wie wird das Material eingesammelt, wo fällt das Material an und wie stellen wir sicher, dass dieses Material, dieses EPS, dann eben auch in die entsprechenden Recyclingverfahren gebracht werden kann. Dafür haben wir kleine mobile Anlagen entwickelt, die getestet, in Serie gebracht und sind jetzt dabei, dieses bundesweit auszubreiten. Ja, wir haben eine ganz einfache Mission. Wir wollen schlicht und ergreifend lokale Stoffkreisläufe schließen und dafür haben wir eben kleine dezentrale Anlagen gebaut. Die werden Sie dann auch gleich noch sehen. Beginnen wir mit der derzeitigen Situation. Aus dem Rückbau, das haben wir eben auch schon gesehen, entstehen große Berge an EPS. Hier sehen Sie es klassischerweise, wie das anfällt, das Material. Mal etwas sortierter, wenn es vom Dach kommt, das sehen Sie auf der rechten Seite. Mal gebrochen, mal kleingliedrig. Und dieses Material ist schlicht und ergreifend nicht wirtschaftlich zu transportieren. Es hat eben einfach keine Masse, sondern besteht ja zu 95% aus Luft. Das HBCD-haltige Material wird heute in aller Regel verbrannt. Die einzige Alternative ist das Kreasol-Verfahren, was in Ternhäusern in Holland betrieben wird. Insofern besteht auch relativ wenig Recycling, speziell beim Rückbau von Dämmstoffen. Weitere Problematik ist, dass wir speziell bei den Dachsanierungen oder Dachrückbauten oftmals sogenannte abgesoffene Dächer haben. Das heißt, so eine Dämmplatte, die vorher mal 1,5 Kilo wog, wiegt auch gerne mal 25 bis 30 Kilo. Das heißt, wir haben in einer solcher kleinen Dämmplatte mal eben 25 Liter Wasser, die dann eben teuer entsorgt werden. Und wenn wir sowas in die Müllverbrennungsanlagen fahren, dann wird letztendlich nur Wasserdampf erzeugt. Dass dies alles nicht sinnvoll ist, ist, glaube ich, sofort erkenntlich. Und hier nochmal eine Untermauerung dessen, was ich schon eben bereits gesagt hatte und auch in den vorherigen Vorträgen vorgetragen wurde. Wir haben 70% der Dämmstoffe und des EPS im Baugewerbe. Dieses ist allerdings auch sehr lange dort, hat eine sehr lange Verweildauer. Es sind so circa 50 Jahre, bis dieses Material wieder zurückkommt und dann zu einem Abfall wird. Anders bei den Verpackungsmaterialien, die in etwa 25% der EPS-Produktion ausmachen. Diese kommen im Grunde ja sofort wieder zurück und sind dann auch schon Abfall. Und das ist auch der Grund, warum diese Entsorgung und auch die Aufbereitung von Verpackungsabfällen viel, viel verbreiteter ist. Was machen wir? Wir stellen unsere mobilen Anlagen direkt dort auf, wo das Material anfällt, komprimieren das. Das sind dann so verdichtete Blöcke, wie Sie die links sehen. Wir haben ein Verdichtungsverhältnis, das geht bis maximal 50 zu 1. Das heißt, aus 50 Kubikmetern machen wir dann 1 Kubikmeter. Das ist dann wieder transportfähig. Wir entscheiden dann auch von der Logistik her, wir analysieren das Material anfangs, wo das Material hingeht zum Recycling. Ist es eben nicht kontaminiert mit dem HBCD-Flammschutzmittel, kann es direkt zu den Herstellern von EPS wieder verbracht werden und die können dort wieder neues EPS daraus herstellen. Ist es kontaminiert, dann müssen wir es eben aufbereiten und dann wird ein Granulat rausgemacht und das HBCD, sprich das Proben, vorher rausgefiltert. Und dann haben wir auch wieder eine stoffliche Verwertung. Das PS-Granulat können Sie letztendlich wieder für jeden normalen Extrusions- oder Spritzgussprozess verwenden. Und damit können wir da auch wieder Dämmstoffe draus machen. Das ist auch unser Ziel, dass wir versuchen, die Stoffkreisläufe also wirklich komplett zu schließen, sodass dann tatsächlich aus dem Granulat auch wieder neue Dämmplatten gemacht werden. Was ist unser Service? Was bieten wir an? Wir haben die Anlagen und vermieten diese. Wir können sie auch verkaufen. Aber wir bringen sie dann immer dorthin, wo EPS anfällt. Sie sehen das unten in den kleinen Bildern. Verschiedenste Baustellen, wo einfach aus dem Rückbau die Dämmstoffe anfallen. Dort stehen dann unsere kleinen Anlagen. Sie sehen hinterher später noch mal ein paar Bilder dazu. Dort wird das Material komprimiert. Wir überwachen, wie viel Volumen, wie viel Masse in unseren Anlagen komprimiert wird. Das heißt, alle Anlagen sind online mit uns verbunden. Wir wissen genau, wo, auf welcher Baustelle, wie viel Material angefallen ist.
Somit können wir auch den Transport organisieren. Das heißt, auch unser Kunde muss nicht anrufen und sagen, ich habe jetzt hier 10 Paletten stehen. Das wissen wir bereits und organisieren dann den kompletten Transport. Wir sammeln das Material ein. Wenn es HBCD-haltig ist, dann müssen wir es eben über die Grenze fahren, von Deutschland nach Niederlande. Dafür gibt es spezielle Verfahren, die sogenannte Notifizierung. Und dann wird das Material dort wieder zu Granulat aufbereitet. Was wir dann eben auch noch haben, das Wasser, was wir dort haben, wird ausgepresst, sodass wir auch das Wasser nicht weiter aufbereiten müssen und recyceln müssen. Jetzt kommt immer die nette Frage, die ich immer gestellt bekomme, was kostet das? Das ist doch alles viel zu teuer. Wir haben einen relativ einfachen Ansatz. Wir wollen immer günstiger sein als die klassische Entsorgung. Klassische Entsorgung heißt bei den Dämmstoffen üblicherweise die thermische Verwertung, also sprich das Verbrennen. Unsere Zielgröße ist, dass wir 20% günstiger sein wollen, aber das ist natürlich von Region zu Region unterschiedlich, hängt auch ein bisschen von den jeweiligen Projekten ab. Auf jeden Fall vermeiden wir damit eine thermische Verwertung. Das Material wird nicht vernichtet, sondern eben entsprechend seiner Beschaffenheit in den Kreislauf zurückgeführt. Was gehört dazu, wenn wir über Kosten sprechen? Vor Projektstart gucken wir uns das Projekt an und geben einen verbindlichen Projektpreis ab für das gesamte Vorhaben. Enthalten sind das Aufstellen und Abholen unserer Recyclinganlagen, sei es im Container, sei es im Anhänger, je nachdem, was sinnvoll ist und entsprechend den Projekten angemessen. Es gibt eine Maschinenversicherung. Wir unterweisen das Personal direkt vor Ort auf den Baustellen. Die Anlagen bleiben für die Projektdauer dort stehen. Die Miete ist inkludiert. Wir holen das verdichtete Material ab und bringen das dann in die entsprechenden Entsorgungswege. Wir sorgen dafür, dass es entsprechende Sammelnachweise und Entsorgungsnachweise gibt. Und wir stellen auch sicher, dass dann aus dem Material wieder ein PS-Granulat hergestellt wird. Das heißt, unser Kunde hat sich im Grunde um nichts weiter zu kümmern. Er muss natürlich die Anlage bei sich auf die Baustelle stellen. Er muss das EPS dann in der Baustelle dort in die Anlage packen und verdichten. Sonst muss er es in Säcke verpacken. Also insofern ist es immer eine Frage, was für ein Aufwand dort besteht. Wir bieten noch recht umfangreiche Analysemöglichkeiten und können auch im Anschluss dann noch ein CO2-Zertifikat ausstellen. Wir haben uns auditieren lassen, um festzustellen, welchen CO2-Einsparungen man hat, wenn man eine Tonne oder ein Kilogramm EPS so aufbereitet. So. Welche Vorteile? Ich hatte schon erwähnt, wir haben keine thermische Verbrennung, wir haben kein Materialvernichten, wir brauchen relativ wenig Platz auf den Baustellen. Ich habe schon viele Projekte gehabt, wo einfach ein großer LKW-Transporter-Traffic auf den Werksgeländen nicht erlaubt war. Wenn dann ein Dachdecker sagte, ja, ich saniere das Dach, ich brauche jetzt irgendwie 50 Abfallmulden und eben auch entsprechend viele Transporte. Dann ist es natürlich was anderes, wenn man einmal einen Container hinstellt und dann letztendlich nur ein paar Paletten erzeugt, die man dann mit einem LKW abholen kann. Wir haben eine CO2-Einsparung und in aller Regel auch deutlich oder geringere Kosten als bei der klassischen Entsorgung. Der Nachteil, den wir im Moment noch ankämpfen, ist, das Verfahren ist, oder ich sag mal, dieser Service ist doch sehr unbekannt. Und alles, was unbekannt ist, erstmal zumindest mal skeptisch, was ja auch richtig ist. Und deswegen ist unser Ansatz immer, wir starten am liebsten direkt mit Projekten, wo wir das dann vorführen können und unsere Kunden überzeugen können. Bisher sind alle Kunden, die einmal mit uns gearbeitet haben, auch wieder zurückgekommen und haben das weiter betrieben. Personalaufwand ist aber noch ein Thema. Ja, es ist richtig, man muss die Anlagen bedienen, man muss das EPS dort reinschmeißen. Dafür aber entfällt das Stapeln oder Verpacken in Säcken. Dann können wir noch ein paar Bilder sehen. So sehen die Anlagen aus. Ein 20-Fuß-Seekontainer kann man überall aufstellen. Auf der nächsten Folie sehen wir den Anhänger, ein ganz normaler 3,5-Tonnen-Anhänger, den man transportieren kann. Wir brauchen nur einen 32 Ampere Stromanschluss, dann ist der Einsatz bereit. Auf der nächsten Folie sehen wir einfach nochmal ein paar Beispiele, welche diese Anlagen transportiert werden können. Entweder mit einem Abrollrahmen oder als normaler Seekontainer. Und im nächsten Bild sehen wir dann auch nochmal den Einsatz dieser Anlagen. Hier, das, was schon erwähnt war, im Ahrtal, rechts betrieben mit einem Notstromaggregat. In dem nächsten Foto sehen wir auch nochmal das Ahrtal. Das waren insgesamt dann an einer anderen Baustelle oder an einer anderen Stelle im Ahrtal insgesamt über 6000 Kubikmeter, die wir dort verarbeitet haben. Ich glaube, jetzt haben wir noch ein Bild und dann sind wir auch durch. Im Abbruch gleich nochmal weiter, weil ich habe noch. Ja, wir suchen auch in Berlin noch weitere Projekte. Also wenn Sie mich ansprechen, die Kontaktdaten sind da, würden wir uns freuen, auch in Berlin reale Projekte umsetzen zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.